Ja, Flight 13. Wir gucken heute mal an, was passiert, wenn wir mit den Landeklappen Probleme haben. Das ist übrigens nach meiner Erfahrung, was ich hatte. Ich hatte eigentlich immer nur Flap-Problems. Ansonsten geht bei dem Flieger immer alles. Ne? Die sind halt ziemlich ausgefeilt. Ne? Diese Slotted Flaps und Trailing Edge an der Trailing Edge und die Leading Edge Flaps und Slats. Und ja, wenn sie ausfallen, sind sie wunderbar. Sie funktionieren ganz hervorragend, aber es kommt halt bei dem Flugzeug leider öfter vor, dass sie nicht ausfahren und da muss man sich halt ein bisschen was einfallen lassen. Wir gehen an Bord, wir sind im Flug und zwar sind wir im Anflug auf München. Der Lotse hat uns geklärt, Rokil, Delta, Mike 4, Trivan und dann aufs ILS. Also ILS Clearance haben wir noch nicht, aber das ist der vorgesehene Weg, den wir jetzt Richtung Final nehmen. Ich nehme einfach mal die Pause raus. Und wir gucken mal, was passiert. Ja, wir gehen gerade durch 10.000 Fuß durch, in der Deceleration auf 240 Knoten. Das Leben ist schön. Die Flap-Probleme bei der 737 sind nicht grundsätzlich, dass man Hydraulikprobleme hat, sondern dass es mehr hat mit den Sensoren zu tun. Ne? Wir haben ja, wenn ihr euch erinnert an die Theorie-Section, die Flaps sind ja geschützt davor, dass sie schief ausfahren oder ungleichmäßig ausfahren, ne? Dieses Asymmetry und Skew Protection. Und wenn halt einer von diesen Sensoren auslöst, ein Asymmetry oder Skew Protection Sensor, dann bleiben die Klappen halt stehen und fahren nicht mehr aus. Und das kann halt auch schon sein, wenn die Klappen auf Null sind. Dann gibt es weiterhin, kann es Probleme geben mit dem Flap-Lever, ne? Wenn da mit der Transmission von dem Signal an diesen Steuerungscomputer was nicht richtig funktioniert, dann kann man zwar den Flap-Lever hin und her fahren, wie man lustig ist, die Klappen fahren dann trotzdem nicht aus. Als auch kurze Wiederholung, was wir für Backup-Systeme haben. Wir haben ja für die Leading Edge Devices haben wir, also die Klappen, die hier vorne ausfahren, da haben wir ein Backup, die können mit dem Standby-Hydrauliksystem ausgefahren werden. Wenn sie mit dem Backup-System ausgefahren werden, dann fahren die immer komplett sofort auf Full Extended. Na, ihr wisst das ja sicherlich noch, bis Flaps 5 sind dann die Leading Edge Slats. Erstmal nur so halb ausgefahren und ab Flaps 10 fahren die ganz aus. Wenn man die mit dem Backup-System ausfährt, fahren die sofort in einem durch auf die Full Extended Position und bitte merken, die können dann auch nicht mehr eingefahren werden. Das heißt, wenn man Alternate Flap Extension macht, die Leading Edge Devices, die wird man nicht mehr los. Es sei denn, man fliegt dann sehr schnell, dass sie von der Geschwindigkeit weggesprengt werden, aber das will man ja auch nicht. Die werden mit der Standby-Hydraulik voll ausgefahren. Die Trailing Edge Flaps, die werden elektrisch ausgefahren. Es gibt in der Main Wheelwell so einen kleinen Elektromotor, der ist in der Tat relativ klein, deswegen fahren die auch sehr langsam aus. Und die kann man halt dann damit ausfahren und auch wieder einfahren. Ne? Aber die Leading Edge Devices, die bleiben einmal, wenn man diese Alternate Flap Extension gemacht hat, wenn man das einmal ausgefahren hat, bleiben die draußen. Trailing Edge ist elektrisch, kann man aus- und einfahren. So, mal gucken, wie das hier läuft. Wir erreichen 8000 Fuß, ja, gehen wir runter auf 5000 Fuß. Und warten auf die Approach Clearance. Heading-Bug schön oben halten. Ton wieder anmachen. So, hier wie immer, ne, Margat geht der, ist die Glideslope-Intersection. Da geht das ILS los. Da wollen wir mit Flaps 5 Speed 5 ankommen. Das heißt, wir wollen 4 Meilen vor Margat anfangen zu konfigurieren. Die Banane zeigt hinter Margat. Das heißt, ich ziehe die Speedbrake auf, gehe auf Level Change. Und dann gucken wir mal, dass wir runterkommen. Na, ihr seht, wir sind hier schon auf dem Gleitslope. Da müssen wir noch ein bisschen was dran tun. Wir sind ziemlich hoch und ziemlich schnell. So, jetzt sagt der Lotse on present heading cleared ILS 08 left. Das heißt, Heading Wag in die nach oben holen, Heading Select und den Approach Mode armen. Ja, das sieht jetzt schon besser aus. Die grüne Banane, die 5000 Fuß erreichen wir hier. Da haben wir noch jede Menge Track Miles, um die überschüssige Geschwindigkeit dann auch loszuwerden. Ihr seht, wir fallen jetzt so wieder unter den Glideslope. Das ist wunderbar. Und wir müssen dann die Geschwindigkeit auch noch reduzieren. 1000 to go. Vertical Speed ist high. Vertical Speed 1500. Und die Speed gleich runterschrauben auf die Upspeed, weil wir wollen ja die Geschwindigkeit loswerden. Ja, QNH 1 0 to 6 haben wir jetzt in München. So.
Das sind 2,5, 5 Meilen, 4 Meilen sind da, das passt. Warlock Capture, Runway Heading ist gesetzt, 080. Der zweite Autopilot kommt in Command. Speedbrake lasse ich offen. Sobald wir in 5000 Fuß sind, werde ich die Speedbrake dann schließen, weil da sind wir im Level Flight und können dann auch besser verzögern. So, der Flieger fängt an Gas zu geben, das heißt Speedbrake wieder schließen. Ja, und 4 Meilen vor Margat geht's los mit Flaps One und Speed One. Ne, Upspeed haben wir schon fast erreicht. Das passt wie Arsch auf Eimer. So. 4 Meilen vor Margat. Also Flaps One und Speed One. Und der aufmerksame Pilot Monitoring und auch der etwas aufmerksame Pilot Flying merkt, die Klappen, die fahren nicht. Die bleiben auf Up. Erste Hilfe, die man machen kann, wieder zurück auf Flaps 0 und wieder auf Flaps 1, falls der Sensor einfach nur, weil es da Kaffee dazwischen war, fährt nicht. Vorsicht mit der Geschwindigkeit. Flaps 1 Speed ist zu langsam. Also müssen wir wieder hochfahren auf die Up Speed. Das ist ja die Minimum Clean Speed. Die Klappen fahren zum Verrecken nicht aus, der Flap-Lever geht wieder auf 0 und wir sagen der Flugsicherung, dass wir unable für den Approach sind. Na, um das zu verhindern, dass wir jetzt auf den Approach gehen, die Flight Directoren ausmachen, beide Autopilots disconnecten, den auch. Dann machen wir wieder Flight Director on, Autopilot A in Command, wir gehen auf Heading Select und Altitude Hold. So, jetzt geht der Flieger nicht aufs ILS und wir bitten den Lotsen um Delay-Vektoren oder ein Holding. Ne, Holding ist immer besser, das ist etwas berechenbarer und dann gehen wir mal davon aus, dass der Lotse uns jetzt sagt, pass mal auf, okay, dann um eure Checklisten abzuarbeiten, geht mal in das Mike Holding. Das heißt, Mike ist ja Checkliste uns anzuschauen. Also Mike NDB, LNAV. Einigermaßen normale Geschwindigkeit wieder einstellen, nicht so lange auf der Upspeed rumjockeln. 220 Knoten ist okay. Und dann gehen wir bei Mike ins Holding. Einmal kurz gucken, was wir da für ein Holding haben bei Mike. Und was soll das jetzt? Gucke ich auf dem iPad. 080 Rechtskurven. Also zum Holding programmieren gehen wir auf Hold, Next Hold, nehmen wir Mike ins Scratchpad und setzen das in die Boxen rein und setzen den richtigen Inbound-Kurs. 080, rechtsrum ist richtig. Execute und jetzt wird der Flieger automatisch, nachdem er Mike erreicht hat, dann in die Warteschleife einfliegen. Soweit alles unter Kontrolle. Ich nehme mal kurz das PFD vom Co-Piloten, dass wir in der Checkliste auch den Flieger ein bisschen im Blick haben. Nicht, dass er wieder komische Sachen macht. So, also, Flap fährt nicht. Da ist jetzt die große Frage, was haben wir da für eine Checkliste? Das ist, im QRH gibt es mehrere Checklisten, die sich mit den Flaps beschäftigen. Das geht erstmal ins Kapitel Flight Controls, Table of Contents. Und da seht ihr, es gibt schon mal eine Checkliste, wenn alle Klappen ab sind. Ne? Dann sehen wir hier andere Flight Controls. Es geht hier weiter hinten weiter mit den Flaps. Da gibt es einmal Trailing Edge Flap Asymmetry. Ne? Die muss gelesen werden, wenn die ungleichmäßig ausgefahren sind. Das kann man daran erkennen, dass man hier auf einmal zwei Zeiger sieht. Ne? Das sind zwei Zeiger, die parallel laufen. Auf dem einen steht L drauf, der da drunter, ratet mal, da steht R drauf. Und wenn die Flaps asymmetrisch ausfahren, dann hat man so einen Needle Split. Ne? Dann sind die linken Klappen an der anderen Position, wo die rechte Klappe ist. Da ist dann die richtige, die Checkliste dann für Flap Asymmetry. Dann gibt es eine Trailing Edge Flap Sublanding. Ne? Da fährt man halt nur die Leading Edge, die weiß es aus, aber die hinteren Klappen fahren nicht aus. Und hier ist die richtige Checkliste für die Kondition, die wir jetzt haben.
Eine Trailing Edge Flap Disagree. Disagree bedeutet, ne, ist nicht in Übereinstimmung, bedeutet, ich fahre diesen Hebel hier auf 1, aber es passiert nichts. Das heißt, die tatsächliche Flap-Position disagreed, also stimmt nicht mit dem überein, was der Flap-Lever sagt. Ne? Das ist also jetzt die richtige Checkliste. Trailing Edge Flap Disagree. Da schauen wir mal rein, was da drin steht. Ich mache das für euch ein bisschen größer. Da steht drin, die hinteren Landeklappen sind nicht in der angeforderten Position. Und die Objective für diese Checkliste ist, dass wir trotzdem irgendwie sicher landen können. Ne? To configure the airplane for landing. So, und jetzt geht das Ratespiel los. Choose one. Die Trailing Edge Flap ist Symmetry? Nee, haben wir nicht. Indicated Flap Position ist 30 oder mehr und weniger als 40, haben wir auch nicht. Die Indicated Flap Position ist 15 oder mehr, aber weniger als 30, haben wir auch nicht. Die Indicated Flap Position ist weniger als 15. Jo, das haben wir, weil Flaps 0 ist weniger als Flaps 15. Das heißt, wir gehen, ohne den ganzen anderen Mist durchzulesen, direkt zu Step 4. Das ist der hier. Und da steht, plan to extend flaps to 15 using alternate flap extension. Das heißt, wir sollen dann rum planen, die Klappen mit dem Alternate-System auf 15 auszufahren. Dann steht da drunter als Note direkt, ne, diese alternate flap extension, die dauert bis zur Klappe 15 ungefähr 2 Minuten, weil dieser Elektromotor, der die Trailing Edges ausführt, sehr lahm ist. Und der Widerstand, den wir dann haben, der kann sein, dass es dann nicht mehr möglich ist, dass wir unser Alternate-Flughafen erreichen, weil wir die Leading Edge Devices ja nicht mehr einfahren können. Und natürlich machen die Widerstand. Wir können damit dann auch nicht schneller als 230 Knoten fliegen. Und wenn unser Alternate jetzt, was weiß ich, in Hannover ist, dann haben wir natürlich ein großes Problem von München aus. Da muss man dann halt auch drüber nachdenken. Weiter geht's im Text. Set VREF 15 oder VREF ICE. Ne? Da ist noch eine Erklärung, was das bedeutet mit VREF ICE. Und hier ist noch eine wichtige Note, dass ihr mit VREF ICE den Wind Additive nicht mehr als 10 Knoten machen dürfen. Also außer wenn es 30 Knoten Wind sind, schlagen wir nicht mehr als 10 Knoten auf die VREF ICE auf. So, weiter geht's im Text. Check the non-normal configuration landing distance table in the advisory information section of the performance in-flight chapter. Das ist gut, das können wir uns sparen, weil wir haben ja ein Performance Tool. Aber wir müssen erstmal den Punkt 5 abarbeiten. Set VREF 15. VREF 15, das kann man ja ganz normal entweder hier in der FMC machen, auf der Approach Reference Page. Ich gehe mal davon aus, dass wir 59,1 Tonnen, wir werden sicherlich noch eine gute halbe Tonne verbraten. Das heißt, Landegewicht sind dann 58,6 und Flaps 15 VREF 147 haben wir gesetzt. Das konfirmen wir jetzt auch mit dem Landing Tool. Da sehen wir dann auch, ob die Bahn lang genug ist. Wobei wir uns jetzt schon, wenn wir uns tief in die Augen gucken, ganz sicher sind, dass wir in Deutschland keine längere Bahn finden als eine in München. Wir gehen trotzdem mal in die Performance Section, in das Landing Tool. Da sind wir schon. Und wählen uns hier die Non-Normal Bedingung aus. Und das ist eine Trailing Edge Flap Disagree mit Klappe 15, weil die Klappen auf 15 ausgefahren werden. Hier ist jetzt die Frage, hier ist ja auch 15, welche von beiden nehmen wir denn jetzt? Das lernt man auch im Type Rating, dass man immer, wenn wir die jetzt auf 15 ausgefahren haben mit dem Alternate System, dass wir dann diese Kondition hier haben, weil die wirklich auf 15 ausgefahren sind. Das ist die Performance, falls die Klappen zwischen 1 und 15 oder weniger ausgefahren sind. Aber wir nehmen jetzt hier die für Flaps 15 bis Flaps 30. Das ist complete. Das Wetter ist drin. Mal kurz den QNH angleichen. Der war jetzt 1026. Da brauchen wir bestimmt 10 cm weniger Stopping Distance. Und das Landegewicht nochmal angleichen. Das waren 58,6 Tonnen. Also 58,6. Calculate. Und wir sehen Non-Normal Speed 152, na, das ist schon die Target Speed mit einem 5-Knoten-Aufschlag. Das heißt, die VREF ist 152 minus 5. Da sind wir bei 148 und das deckt sich mit dem, 147, das deckt sich mit dem, was wir hier jetzt schon gebackt haben.
Und wir sehen hier die Landing Distance Required. Wir brauchen 984 Meter. Wohlgemerkt, bei Non-Normal geht da immer von Max Manual Braking aus. Und dadurch, dass wir keine Testpiloten sind, müssen wir dann nochmal 1,2 Faktor rechnen, 20% obendrauf, sodass wir 1180 Meter an Landing Distance Required haben. Das heißt, die Bahn ist damit knapp 4 Kilometer. Haben wir einiges an Überschuss, an Teer vor uns, wenn wir landen. Das ist kein Problem. So, damit haben wir die Performance gecheckt. Wir haben die Speeds gesetzt. Mal kurz, was die Checkliste weiter sagt. Checklist complete, except deferred items. Descent checklist pressurization, die Land Altitude. Die haben wir Land Altitude. Was ist mit meiner Sicht los? 1500 Fuß haben wir in München. Und Recall ist checked. Autobrake setzen wir uns auf Autobremse, habe ich auf 3 gesetzt für die normale Landung gerade. Dann nehmen wir jetzt Autobremse 2, weil wir werden die Bahn jetzt relativ weit ausnutzen, dass wir die Bremsen nicht so sehr vergewaltigen müssen. Landing Data, VREF, haben wir gesetzt, 147 Knoten. Und Minimums für den Approach sind immer noch 1667 Fuß. Approach Briefing completed. Die Deferred Items Approach Checklist, Altimeters QNH 1026 haben wir hier. Na, der hat er nicht übernommen. 1026 ist gesetzt dreimal. Und das nächste, was kommt, ist die Additional Deferred Items. Also, wir müssen ja gleich erstmal schauen, was wir für Landing Flap Setting haben. Das wird ja Klappe 15 sein. Da steht hier Ground Proximity Flap Inhibit Switch auf Flap Inhibit. Den müssen wir einschalten, weil wir sonst im Short Final mit Too Low Flaps angebrüllt werden, weil Klappen 15 kein Normal Flap Setting ist. Go to Alternate Flap Extension Below. Und hier ist jetzt beschrieben, wie wir die Flaps tatsächlich ausfahren können mit dem Alternate-System. Ja, also während wir die Klappen ausfahren, sollen wir den Flap-Lever auf die Flap-Position setzen, die wir ausfahren wollen. Das geschieht on Schedule. Wir fahren erstmal auf Flaps 1 aus, dann auf Flaps 5, Gear Down Flaps 15 und sind dann fertig, weil man alternate-mäßig nur auf Klappe 50 ausfährt. Das heißt, der Alternate Flaps Master Switch, der kommt auf die Stellung Arm. Na, wo ist meine Sicht geblieben? Seht ihr mich noch? Hört ihr mich noch? Super. Also der Alternate Flaps geht auf Arm. Da geht die Stand, dadurch wird dann die Standby Pump eingehen. Das bedeutet diese Standby Rudder On. Ja, dass die Alternate Hydraulikpumpe jetzt läuft. Dadurch, dass wir den Schalter umgelegt haben, hat der Eumel jetzt mit der Flap Extension nicht mehr großartig was zu tun. Wir werden den trotzdem setzen, weil die Speeds im Speedtape danach gefahren werden, wo der Flap-Lever steht. Na, wenn ich jetzt schon mal auf 1 ausfahre, fahren die Klappen natürlich nicht aus. Aber ihr seht, dass hier der One-Bug schon mal hochkommt. Ne? Wenn man den Flap-Lever jetzt auf 0 stehen lassen würde, hätten wir keine Flap-Limit-Speeds. Deswegen wird er auch gefahren. Ne? Wenn ich auf 0 zurückstelle, dann geht der One-Bug weg. So. Ja, das Ember Leading Edge Flap Translator, das gucken wir uns gleich an, das erkläre ich euch gleich, wenn es soweit ist. Und den Alternate Flaps Position Switch, den müssen wir festhalten im richtigen Flugzeug. Das ist der hier, um die Klappen auszufahren. Und wenn die Klappen an der Stellung angekommen sind, die wir wollten, hört der nicht automatisch auf zu fahren, dann muss der wieder auf Off gestellt werden, sonst fahren die Klappen komplett voll aus. Bei Master Caution Flight Controls ist gekommen, weil wir hier jetzt diese Standby Rudder On Lampe haben. So, wenn die Klappen ausgefahren sind, sollen wir auf die Maneuvering Speed reduzieren. Ganz normal, ne? Bloß, dass wir halt jetzt nicht mit dem Flap Lever ausfahren, sondern manuell mit dem Alternate System. So, falls eine Asymmetrie entsteht, dann müssen wir eine separate Checkliste lesen, ne? Die Trailing Edge Flap Asymmetry Checklist.
Und falls die ausfahren auf 15, dann steht hier Go to Landing Checklist Below. Das schauen wir uns dann später an. Wir fahren jetzt erstmal wieder, wir fliegen erstmal wieder in Richtung von dem Approach und dann geht es weiter mit der Alternate Flap Extension. Das heißt, wir sagen dem Lotsen jetzt, dass wir ready sind für den Approach. Request Weather Vectors. Es geht raus aus dem Holding, direkt in den Long Base Leg. Wir bleiben in 5000, weil das ILS da losgeht. Und sagen unserem Flight Management System jetzt auch noch kurz, was wir vorhaben. Wir landen wieder auf der 08 links. Ich baue mir die Extended Center Line. 080 ist der Inbound-Kurs. Execute. Und dann kann die Party gleich beginnen. Man könnte jetzt natürlich auf dem Weg nach Magat, wir werden natürlich in einer Minute oder so anfangen damit, aber wenn ich nach draußen gucke, das ist noch ein bisschen bewölkt draußen. Die Temperatur, die Static Air Temperature ist 1 Grad, das heißt, wir haben Icing Conditions und man sollte das vermeiden, lange in Icing Conditions mit ausgefahrenen Landeklappen zu fliegen. Deswegen warten wir jetzt mal ein Minütchen, bis wir mit dieser Alternate Flap Extension anfangen. Wenn der Himmel jetzt blau und klar wäre, dann würden wir jetzt natürlich schon mal anfangen zu konfigurieren, um wirklich sicher zu sein, wenn wir bei Magat ankommen, dass es uns auch gelungen ist, die Klappe auf 15 auszufahren mit dem Alternate-System. Aber wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann landen müssen wir halt landen mit nur Leading Edge Flaps draußen. Das heißt, da wäre dann die richtige Checkliste, die Trailing Edge Flaps ab Landing. Aber wir gucken uns das mal an. Ich bin ganz guter Dinge, dass es uns gelingt, jetzt die Klappen auf 15 auszufahren. So, hier sind wir noch knapp 10 Meilen vor Magat. Das heißt, wir reduzieren auf die Upspeed, wie wir das auch beim normalen Konfigurieren machen würden. Die Upspeed. Dann sage ich mal Flaps 1. Das heißt, der Hebel wird erst gefahren. Und am Overhead-Panel halte ich jetzt diesen Alternate Flaps Extension Switch auf Down und beobachte jetzt den Flap Position Indicator. Und da könnt ihr sehen, die fahren sehr, sehr langsam aus. Sobald jetzt hier eine Asymmetrie entstehen würde, das heißt, sobald ich hier zwei Zeiger sehe, dann muss ich sofort aufhören mit dieser Alternate Extension, weil da gibt es keine Protection. Ne? Der würde dann total schief ausfahren. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Sobald der Zeiger diesen weißen Bereich hier erreicht oder den oder den oder den, dann gilt diese Flap Position als eingenommen und darf für die Performance-Brechung dann auch benutzt werden. Na, das heißt, jetzt sind wir schon im Flaps One-Bereich. Der Extension-Schalter geht wieder auf Off. Wir schrauben die Speed runter auf die One Speed und es geht weiter. Flaps 5. Das heißt, der Flap Lever geht auf 5. Hat zur Bewandtnis, dass uns die 5 Speed schon angezeigt wird. Ausfahren müssen wir die aber selber. Es geht wieder auf Down und wir müssen den Zeiger beobachten und den Schalter wieder loslassen, sobald die 5 Speed erreicht ist. Ihr seht, das Leading Edge Flap Transit Light ist Amber an. Warum? Weil die sofort voll ausgefahren sind. Und normalerweise von Flaps 1 bis 5 sind die nur partially extended. Und deswegen ist das Amber Light an, weil es eine nicht normale Kondition ist. Sobald die Klappen gleich über 10 fahren, wird aus dem Amber Light ein Green Light. So, Flaps 5 haben wir jetzt gleich erreicht. Der Schalter geht wieder in die Mitte und wir reduzieren auf die 5 Speed. So, mittlerweile gehen wir hier mal auf den Intercept. So. 5 Speed haben wir gleich erreicht. Dann heißt es Gear Down. Speedbrake brauchen wir nicht mehr. Speedbrake Armen. Und Flaps 15. Das heißt, der Flap Lever geht auf 15. Und wir fahren mit der Down Position jetzt die Klappen auf 15 aus. So, cleared ILS, Approach Mode ist gearmt. Flaps 10, da wird das Licht gleich grün, sobald wir 10 durchkreuzen. Jetzt Green Light, weil jetzt sind sie richtig voll extended. Und gleich ist der Eumel hier bei Flaps 15 angekommen.
Dann geht er auf Off und wir sind konfiguriert für die Landung. Ne? Gear down, Flaps 15, Speedbrake ist armed. Alles wunderbar. Das heißt, es ist uns gelungen, die Klappen 15 Alternate auf 15, auf 15 auszufahren. Warlock Capture, Runway Heading ist gesetzt. Der zweite Autopilot geht in Command. Den brauche ich jetzt nicht mehr hier. Und wir müssen noch die Viref setzen. 147 Knoten plus 5 sind 152 Knoten als Target Speed. So, Established ILS, Glide Slope Capture, Mr. Approach Altitude 5000 Feet ist gesetzt. Es geht weiter mit der Landing Checklist, Engine Start Switches, Continuous, das sind sie, weil die erste Engine Anti-Ice an ist. Dann geht es weiter mit Speedbrake Armed. Speedbrake ist gearmt und Greenlight. Landing Gear down. Landing Gear ist down, 3 green. Und Flaps 15, Greenlight oder Amber Light. Ne? Wenn jetzt nur Klappen 5 ausgefahren werden, wäre das Amber Light noch an. Das heißt, die Landing Checklist ist completed und wir sind fertig zur Landung. Ne? Jetzt sind wir schon stable, wir sind on Speed, on Glide Slope, on Localizer. Der Flieger ist konfiguriert, Landing Checklist ist completed. Das Leben ist schön. Die Landung an sich jetzt hier mit Flaps 15, die zeige ich euch nicht, weil die ist herrlich unspektakulär. Ne? Man ist halt mit Flaps 15, wenn man sich das auf der Approach Reference Page anguckt, man ist halt 7 Knoten schneller als mit Flaps 30. Ne? Das ist total unspektakulär. Da braucht kein Mensch Angst vor haben. Obwohl es ein Non-Normal Flap Setting ist. Ist natürlich vom Gewicht abhängig. Ne? Werden wir schwerer, wäre die Geschwindigkeit auch höher, aber die ist relativ dicht dran an der Landing Speed für Klappe 30. Von daher ist das kein großes Ding. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wie das ist, wenn die Klappen nicht ausfahren. Ich versuche mal den gleichen Stunt wie eben. Mal gucken, ob er wieder abschmiert. Autopilot Disengage, Flight Directors Recyceln. Autopilot On. Vertical Speed, es geht hoch auf 5000 Fuß wieder. Heading Select und wir drehen links in den Downwind. Gott sei Dank, das hat geklappt. So, wir fahren die Klappen wieder ein. Das heißt, wir beschleunigen hier jetzt in Level Change auf die Up Speed, Reference Speed plus 20 ist passiert, also Flaps 5. Flaps 5 Speed ist passiert, also Flaps 1. Und Flaps 1 ist passiert, Flaps ab. Und das Ganze müssen wir natürlich mit dem elektrischen Einfahrsystem machen. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht allzu schnell werden. Es dauert ja ziemlich lange, bis die Klappen einfahren. 1000 to go, Vertical Speed, Correcting, 1500 Fuß die Minute oder weniger. So, ich nehme den Fehler mal raus. Der Alternate Flaps geht wieder auf Off. Das heißt, es funktioniert soweit wieder alles. Das Halbe können wir auch einfahren. Speedbrake disarmen. Landing Gear Levers up and off. So, jetzt gehen wir einfach davon aus, dass es uns nicht gelungen ist, irgendwelche Klappen auszufahren. Das heißt, der Flieger ist komplett clean. Die Leading Edge Devices sind eingefahren und die Trailing Edge Devices sind eingefahren. Der Flieger ist clean, bedeutet, wir machen jetzt eine Flaps Up Landing, All Flaps Up Landing. Das ist dann fliegerisch etwas spannender, weil man muss auch mit der Geschwindigkeit aufpassen. All Flaps Landing, All Flaps Up Landing heißt die Checkliste. Bedeutet, dass die Leading Edge Devices nicht ausfahren und die Trailing Edge Flaps weniger als 1 sind. Und wir wollen jetzt so konfigurieren, dass wir landen können. Diese Checkliste dürfen wir wirklich nur machen, wenn das von der Trailing Edge Flaps Up Landing Checklist Directive ist. Burn of Fuel to Reduce Touchdown Speed. Warum? Die Reifen von der 737, die sind nur bis 225 Meilen pro Stunde zugelassen. Nur 225 Meilen pro Stunde sind 195 Knoten. Und wir werden gleich sehen, dass man da nicht sehr viel Luft hat. Deswegen steht auch Burn of Fuel to Reduce Touchdown Speed. Ne? Weil normalerweise, wenn man noch gut getankt hat, ist man eigentlich zu schwer. Set wäre 40 plus 55 Knoten. Da gucken wir mal rein.
Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt noch 300 Kilo an Sprit verbrauchen. Das heißt, Landegewicht sind dann 57,9 Tonnen. Und Klappe 40, VREF ist 132. Wir landen aber mit Flap 0, also 0 slash 132 plus 55, sagte die Checkliste. Das sind 187 Knoten. Das ist unsere Landing Speed. Ne? Und das sind nur 8 Knoten weniger als die Max Tire Speed. Da muss man schon gucken, dass man nicht zu schnell ist, wenn man da aufsetzt. Ja, also Flaps 0 slash 187. Und jetzt die große Frage. Ich habe ja, glaube ich, nie aufgehört zu erzählen, dass man ohne Klappen auszufahren auf gar keinen Fall langsamer fliegen darf als die Upspeed. Da bleibe ich bei, da bin ich stur. Allerdings, diese Upspeed, die erlaubt uns auch, Kurven zu fliegen mit mehr als 15 Grad Schräglage. Wenn wir uns jetzt selber einschränken und sagen, wir banken nicht mehr als 15 Grad Bankangle, dann darf man auch auf diese VREF 4 zurück. Und das machen wir uns zur Landung zu nutzen. Wir fliegen jetzt erstmal mit der Upspeed durch die Gegend. Und sobald wir established sind auf dem Inbound-Kurs, das heißt, wenn wir keine großartigen Kurven mehr fliegen, dann reduzieren wir die Geschwindigkeit in Richtung VREF. Ne, sobald absehbar ist, dass wir schärfere Kurven brauchen, muss man sofort wieder beschleunigen auf die Upspeed oder darüber, weil man sonst Gefahr läuft, durch den G-Load in dem Turn, je höher der Bankangle ist, die Schräglage, desto höher ist auch die G-Belastung. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die Stalling-Speed. Ne? Da würde man dann nachher aus dem Himmel fallen. Also, da müssen wir dran denken. Upspeed, es sei denn, wir sind established auf dem Final, dann dürfen wir auch langsamer werden. Mal eben kurz den Approach im Navi wieder recovern. Margat und Top 080 ist der Inbound Kurs. Execute. Da ist die Centerline. Wir haben noch 9 Meilen bis Magat. Das ist sehr gut, weil wir können uns jetzt noch angucken, was das Performance-Tool dazu sagt. Was hatten wir gesagt? Wie landen wir mit 57,9 haben wir gesagt, ne? 57,9. 57,9 als Landegewicht. 57,9 Tonnen. Und jetzt haben wir Non-Normal All Flaps Up. Complete. Calculate. Und wir sehen hier, ne, die Non-Normal Speed 192 Knoten, weil da ist der Windadditiv jetzt drauf. Ne? Bei der VREF, die wir gebackt haben, ist der nicht. Das heißt, wir sind tatsächlich, wenn wir die Target Speed fliegen, nur 3 Knoten unter der Max Tire Speed. Und die Landing Distance Required 1298 Meter mal 1,2. Testpilotenfaktor sind 1560 Meter. München ist da lang genug für, kein Problem. So, da schauen wir uns auch mal an. Ich gehe schon mal auf einen leichten Intercept hier. Müssen natürlich jetzt auch Upspeed fliegen oder mehr. Ne? Noch dürfen wir nicht. Wenn wir jetzt schon auf der VREF unterwegs wären, wir banken gerade mehr als 15 Grad. Ne? Das wäre eher schlecht. Ne? Noch nur damit das klar ist, das sind 10 Grad. Und jetzt haben wir 15 Grad, wir haben gerade 25 Grad gebankt. Ne? Das heißt, sobald wir established sind am Final, geht es Richtung Target Speed. Das heißt, wir dürfen nicht mehr als 15 Grad Bankangle machen, ne? Nach links und nach rechts. Da sind wir durch den Localizer durchgegangen. Schwuppsdiwupps. Ja, konfigurieren fällt jetzt natürlich weg. Wir müssen natürlich nur das Fahrwerk ausfahren. Und das machen wir auf jeden Fall, bevor der Glideslope intercepted wird. Approach Mode ist armed. Ne? Wenn wir so clean auf den Approach gehen, dann wird es schwierig, dann die Speed noch loszuwerden ohne Fahrwerk. Das heißt, sobald der Glideslope hier ein Dot below, wenn wir ein Dot below sind, fahre ich dann auch das Fahrwerk aus, damit wir auf dem Final dann auch die Speed halten können. So, Warlock Capture, Runway Heading ist gesetzt. Zweiter Autopilot geht in Command, obwohl wir so natürlich nicht automatisch landen dürfen, aber ein Go-Round, den kann man durchaus automatisch fliegen wollen. So, wir sind established auf dem Final, auf dem Kurs. Das heißt, jetzt reduzieren wir auf die Target Speed. 187 plus 5 sind 192 Knoten. One Dot Below, Gear Down, Speed Brake Arm.
Und das war schon. Mehr können wir jetzt nicht tun mit der Konfiguration. Der Thrust ist, sobald wir auf dem Glideslope drauf sind, um die 30% N1. Das ist natürlich alles andere als Spool-up. Da muss man auch dran denken, dass man da jetzt dadurch, dass wir sehr, sehr wenig Widerstand im Flugzeug haben, wir haben nur das Fahrwerk ausgefahren, haben wir auch sehr geringen Schub auf dem Final, auf dem 3 Grad Glideslope. So, wir sind established auf dem ILS. Mr. Approach Altitude ist gesetzt bei Glideslope Capture. Das passt wunderbar. Gucken wir nochmal rein in die Landing Checklist. Die Pressurization haben wir gesetzt. Das hatten wir eben schon alles abgearbeitet. Der G-Plus Landing Flap Selector, der ist auf Flap Inhibit. Start Switches, die sind auf Continuous. Speed Brake ist armed. Green Light. Landing Gear ist down 3 green. Und Flaps Zero No Lights. Zero No Lights, hat er recht. Damit ist die All Flaps Up Landing Checklist complete. Checklist is completed. Wir sind clear to land. Machen wir das Licht an. So dunkel da draußen. Und fliegerisch ist es jetzt so, dass man ständig hin und her vom Gefühl geworfen wird, Mist, wir sind zu schnell. Ne? Wir sind jetzt gerade mal dreiviertel Knoten weniger als die Max Tire Speed. Und VREF ist das absolute Minimum. Ne? Das heißt, dieses Geschwindigkeitsband, in dem wir uns jetzt hier nach München reinkämpfen, ist halt extrem klein, extrem dünn. So. Warum sehe ich das jetzt nicht? Oh, egal. So, ich mache den Autothrottle schon mal aus, dass ich mich ja selber mit dem Power Management ein bisschen einstellen kann. Ne, wie Ref. Die Target Speed ist 192 Knoten, die Max Tire Speed ist 195 Knoten. Muss ich gucken, dass wir da einigermaßen gesittet ankommen. Jetzt sind wir bei 195 Knoten. Ich ziehe das Gas ein bisschen raus. Die Reaktion ist natürlich sehr träge vom Flugzeug, dadurch, dass wir wenig Widerstand haben. So, Autopilot disengaged. Wish me luck. Nicht wild anfangen zu rühren, bloß weil der Autopilot raus ist. Einfach den Flight Director in der Mitte halten. Speed ist ganz gut. Oh, jetzt kommt der hoch. Das ist ja ein Spitzentiming. Stable Continue. Speed ist an einem Limit Speed. Ich muss ein bisschen langsamer werden. Halben Zentimeter Gas rausziehen. Flight Director fliegen. Speed ist so hoch. Ich ziehe noch einen halben Zentimeter raus. Ich lasse den Thrust jetzt mal so stehen. Wir sind bei unter 195 Knoten. Jetzt nicht verspielen das Ding, schön ruhig. Schön den Flight Director in der Mitte halten. Checkt. Checkt. Continue. Die Sinkrate ist natürlich höher als normal, dadurch, dass wir jetzt eine ziemlich hohe Ground Speed haben. Gas raus. Touchdown, Reverse. Ich gehe jetzt auf Full Reverse, um die Bremse ein bisschen zu entlasten. Autobremse 2, das heißt, wir werden jetzt relativ viel von der Piste brauchen. 130 Knoten, 120 Knoten, neue Verzögerung ist okay. Hier hätten wir rausgemusst bei einer normalen Landung. So, Reverse Cancel. Ich lasse die Autobremse weiter bremsen. Jetzt Autobrake Disarm. 60 Knoten, das ist wunderbar. Da können wir jetzt manuell in den nächsten Highspeed Exit reinbremsen. 40 Knoten, ich möchte gerne mit 30 Knoten da reinrollen. 35, 34, 32. Ich lasse die Bremse wieder los und wir verlassen jetzt hier die Bahn nach rechts.
Na, auch wenn man bei Non-Normal Conditions damit rechnet, performancemäßig, dass man Max Manual Braking macht, ist da natürlich immer noch gesunder Menschenverstand gefragt. Ne? Es gibt keinen Grund, auf einer 4 Kilometer Bahn in München jetzt mit so einem Problem aufzusetzen und volle Kanone in die Eisen zu gehen. Ne? Dann hat man die Feuerwehr nachher vor der Tür stehen, weil die Bremsen Feuer fangen. Ne? Deswegen hier ganz geregelt so bremsen, dass man einigermaßen moderat von der Bahn kommt. Ich halte jetzt hier mal an, weil wir auch jetzt hier den Flieger von der Feuerwehr checken lassen, dass wir keine Hydraulik lecken oder so oder irgendwelche Teile rausbaumeln von den Flaps. Mal kurz gucken, was die Bremsen jetzt dazu gesagt haben. Na, guck mal, wir sind jetzt gerade unter einer Unit. Ne? Das ist Belastung von einer relativ normalen Landung, wo man auch nur sehr schwach bremst. Ne? Also es muss nicht sein, dass man die Bremsen jetzt so weit vergewaltigt, dass sie rot anfangen zu glühen, bloß weil man performancemäßig mit Max Manual Braking gerechnet hat. Wenn es jetzt natürlich ein anderer Flugplatz gewesen wäre, ne, wenn wir jetzt in Münster oder in Paderborn oder so gelandet wären, da ist die Marge natürlich nicht mehr so groß. Ne? Da wäre ich dann mit Autobremse 3 reingegangen, hätte mir das nach dem Touchdown angeguckt und hätte dann manuell ein bisschen mehr vielleicht gebremst, falls das nötig ist. Ne? Aber wirklich Max Manual macht, wie gesagt, an den wenigsten Plätzen Sinn. Und wenn wir jetzt hier einen Flughafen angeflogen hätten, wo die Piste nur 1,5 Kilometer lang ist oder so, hätten wir das natürlich mit dem Fehler nicht gemacht. Da muss man da eine Ausweichlandung machen an einem anderen Flughafen, wo man mehr Piste zur Verfügung hat. Ne? Wenn du aber nicht mal genug Sprit hast und Internet schaffst du nicht, und du hast es schon probiert. Dann hast du bei deiner Spritberechnung was ganz großartig falsch gemacht. Ne? Das darf nicht passieren. Ne? Man darf sich spritmäßig nie so an die Wand stellen, dass man nur diese eine Option hat. Das, okay, ja. Bei Kyrill war es halt anders, beim Orkantief, ne? Da war überall halt scheiße. Ja, aber das sollte eigentlich nicht passieren. Gut, das war das, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, fliegerisch mit Flaps, All Flaps Up Landing. Ist halt relativ tricky, weil man halt sehr schnell ankommt. Dadurch, dass man hohe Ground Speed hat, hat man auch eine sehr hohe Vertical Speed. Und ihr habt gehört, der sagte 50, 40, 30, 20, wobei also fast doppelt so schnell wie diese Ansage normal kommen. Ne? Da darf man sich da nicht erschrecken, wenn man dann am Steuerhorn reißt, weil man sich denkt, oh, wir sinken so schnell, ich muss jetzt mehr flairen. Bei der Geschwindigkeit hat man dann auch wesentlich mehr Kontrolle. Autorität im Höhenleit, im Höhenruder. Ne? Das heißt, wenn man da zu viel zieht, zu viel flärt, dann steigt der Flieger sofort wieder weg, weil er so wenig Widerstand hat und so viel Fahrt im Schiff ist. Ne? Und das ist dann natürlich blöd. Ne? Vor allem, wenn die Bahn jetzt nicht so lang ist wie hier in München. Ne? Da muss man dann, ja. Du hast eine Speed von 195. Wie ist die Slow-Speed? Wenn du jetzt zu langsam fliegst, dann knallst du auf die Runway oder was? Ja, wenn du zu langsam fliegst, dann ist halt so, als wenn du, ja, unter VRF darfst du halt nicht fliegen, ne? Also wir haben ja die VRF, das waren jetzt hier in dem Fall 100, was weiß ich, 188 Knoten, glaube ich, ne? Oder 187 Knoten. Da schlagen wir die 5 Knoten drauf, weil wir ja im Flair das Gas rausziehen, die Geschwindigkeit deswegen droppt, sodass wir dann per Definition mit der VRF dann aufsetzen. Ja? Und wenn wir mit der VRF genau angeflogen werden, mit 187 Knoten, und ich habe in 30 Fuß das Gas rausgezogen, dann wären wir in der Luft unter die VRF geraten. Und das ist halt streng verboten. Darf man nicht tun. Und wenn man halt Pech hat, kommt dann eine Böe und man macht irgendeinen Kontrollinput, der dann das Lastvielfache auf dem Flieger wieder erhöht. Und dann reißt halt die Strömung ab und der Flieger fällt dann aus 1 Meter Höhe im freien Fall auf die Bahn. Das geht dann auch selten gut aus. Ne? Deswegen muss man halt diesen Aufschlag machen. Wären wir jetzt, hätte der Computer gesagt, pass mal auf, wir rechnen das Ganze jetzt mal durch hier mit 60 Tonnen. Ist ja kein abwegiges Landegewicht. Calculate. Dann seht ihr, wir sind jetzt genau bei 195 Knoten. Also 60 Tonnen ist so der Break-Even, wo das jetzt noch okay ist. Wenn wir da schwerer sind, wenn wir jetzt mit 63 Tonnen ankommen, dann seht ihr, dass wir über 195 Knoten Target Speed haben. Wissen ja aber, dass wir im Flair das Gas rausziehen. Das heißt, wir würden hier auf 100, beim Touchdown hätten wir dann ungefähr 194 Knoten, ja, 194 Knoten Geschwindigkeit. Das wäre noch okay. Aber wenn man hier Geschwindigkeiten über 200 Knoten sieht, ne, sagen wir mal 65 Tonnen, ein schwerer Flieger, ganz viel Urlaubsgepäck im Anflug auf die Kanaren, wo man schon ein bisschen extra Fuel mitgenommen hat, weil der Sprit da günstiger ist, seht ihr, dass das jetzt gar nicht mehr darstellbar ist, ne?
Das Performance-Tool warnt uns jetzt gar nicht mehr davor, dass die Max-Tire-Speed überschritten wird. Das muss man auf der Pfanne haben, weil hier ist ja die Target-Speed der 201 Knoten. Die Vref sind 4 Knoten weniger, also 197 Knoten. Darf man sich dann nicht beschweren, wenn die Reifen platzen beim Aufsetzen, weil die Max-Tire-Speed überschritten ist. Im Sumpf-Sumpf-Fall muss man dann ins Holding gehen und halt dann mal ebenso 5 Tonnen Sprit rausfliegen. Ne? Das dauert dann halt ein Momentchen, bis man dann wirklich landen kann. Deswegen stand in der Checkliste auch drin, falls ihr euch erinnert, eine Burn of Fuel to Reduce Landing Speed, Landing Mass oder was da stand. Ne? Das bedeutet das, dass man halt darüber nachdenken muss, im Holding erstmal den Sprit rauszufliegen, um die Max-Tire-Speed nicht zu überschreiten. Könnte man da nicht im Holding etwas mehr machen, um die das Landegewicht zu senken? Du kannst ja kein Fuel dumpen, also fliegst du ein bisschen mehr, ein paar Kreise mehr, oder nicht? Das meine ich damit, dass man im Holding Sprit verbrennt. Ja, genau. Das ist die einzige Möglichkeit hier, den Flieger in der Luft leichter zu kriegen, ist längere Flugzeit, ne? Sprit verbrennen. Ne? Fuel Dumping geht halt nur bei Flugzeugen, wo das Max Landing Weight sehr weit von dem Max Takeoff Weight entfernt ist. Ne? Im Performance-Tool hier, gibst du da nichts anderes mehr ein? Gut, Flaps kannst du in dem Fall wären null, aber AI an und sowas, das machst du überhaupt nicht mehr. Brauchst du das dann nicht Das mehr? Kannst du kann das ich gar einfach nicht. Guck machen? mal, kann ich gar nicht. Wenn die Ach, Felder du diese, kannst das gar nicht. Okay. wenn diese Felder hier aktiviert sind, dann weiß er ja, was da so Phase ist und nö, das geht nicht. Das geht nur, wenn man hier auf keinen Fehler hat, dann werden diese Felder aktiv und man kann dann hier Sachen eingeben. Aber wenn jetzt hier Flaps 0 kannst du nicht auswählen, weil du kannst hier nur die Klappe 15, 30 und 40 auswählen. Ne? Ja. Okay. Das ist ein Und du redest bisschen. immer vom Maximum Breakout, ja? Bei Maximum dem, Landing oder genau, was ist sobald, das? genau, sobald du hier Non-Normal irgendwas ausgewählt hast, dann geht der grundsätzlich von Max Manual Braking aus. Ja, Anti-Skid Inop, wenn man das berechnet. Ja, siehst du kannst ja nichts zusätzlich eingeben. Ja. Aber ihr seht, dass hier Anti-Skid Inop, wenn das ABS ausgeht, dann ist die Requirement wesentlich höher, als wenn wir keine Klappen ausfahren könnten. Ne? Das ist schon, na, das mit Klappe 40. Ne? Wenn man Anti-Skid Inop Flaps 40, genau, muss man mit Flaps 40 landen. Ja, da, wenn wir da den Testpilotenfaktor aufrechnen, auf 1707 mal 1,2, sind wir bei 2050 Meter. Ne? Da fallen dann die kleineren Flugplätze teilweise schon raus. Ne? Weil, wenn die Bahn nur 2,3 Kilometer lang ist, so mit 250 Meter Luft würde ich mir das nicht zutrauen oder würde ich nicht machen. Ne? Da fliegt man dann halt woanders hin, wo mehr Platz ist. Genau. Gut. Ansonsten Ja, Hydraulik. Ja, das ist natürlich ja. jetzt ein bisschen dünn, wenn man ja fliegen will, ja mit dem 2020. Wir haben natürlich kein EFP. Ja, wie würdest du es da jetzt so machen, wenn du das EFP nicht hast? Gar nicht. Gar nicht. Ne? Musste ja auch nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob von euch jemand Lust hat, wirklich tatsächlich, wenn ihr euch da entspannt hinsetzen wollt und in der Gegend rumeiern wollt, ob bei euch da die Schuhe aufpumpen wollen mit irgendwelchen Non-Normals. Ich wollte es eigentlich nur mal zeigen. Ne? Ich denke mal, das wird ja auch nicht mehr so lange dauern, bis es das Tool auch von PMDG dann gibt. Ne? Dann kann man das mal üben, wenn man Langeweile hat. Ne? Mir ging es jetzt nur darum, euch diese Philosophie von den Checklisten ein bisschen näher zu bringen, falls da irgendwann mal jemand Lust hat oder ja. Ne? Ich würde erstmal gucken, dass die Normalverfahren, dass die sitzen und wenn einem dann irgendwann langweilig wird, dann würde ich mir mal vielleicht so ein bisschen Hydraulik angucken, ne, oder so. Das kann man dann schon mal machen. Ne? Aber ansonsten ohne Performance-Tool, klar, kannst du machen. Ne? Performance In-Flight hinten im QRH, da gibt es Section für die 737-800. Mal kurz gucken hier. Advisory Information. Runway Condition, hier sind die Non-Normal Configuration Landing Distance Tables und da kannst du dann Flaps 40 plus 55, hier ist die All Flaps Up Landing, ne? Kannst du hier sehen, das ist die Tabelle. Das Performance Tool macht nichts anderes, als die digital hinterlegte Tabelle einzugehen und dann automatisch zu interpolieren. Aber hier müsstest du halt gucken,
Du fängst ja mit 65 Tonnen Landing Weight. Dann gibt es hier einen Correction-Faktor pro 5000 über oder unter 65 Tonnen, gibt es dann mehr oder weniger an Metern, die man braucht. Dann adjustet man das für die Elevation, für den Wind, für den Slope an der Runway, für die Temperatur, für die VREF Plus, also die Target Speed, die ich fliege. Wie viel Reverse habe ich, einen oder keinen? Und am Ende einer sehr langen Berechnung kommt dann irgendwann mal eine Zahl raus. Ne? Möchte kein Mensch machen. Also ich würde es ohne Performance-Tool, würde ich mir das nicht antun, ne? Weil das geht mit dem Computer natürlich wesentlich, wesentlich leichter, ne? Und so hast du halt hier in diesen Advisor Informations für alle möglichen Fehler, hast du halt hier Anti-Skid-Inop mit Klappe 30, mit Klappe 40, gibt es hier die Tabellen, ne? Wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, ist das, geht das auch relativ zügig. Vor allem, wenn man weiß, wie man interpoliert, ne, wie man das schnell in den Taschenrechner eingeben kann, ohne noch groß drüber nachdenken zu müssen, dann kann man das innerhalb von 5 Minuten auch ausrechnen. Aber wesentlich leichter und natürlich fehlerfreier geht es mit dem Performance-Tool, ne? Jeden Fall. Ja. Irgendwann wird es ja da sein. Ja, bestimmt. Tim, du hattest mal gesagt, das Top Cut wäre sehr gut. Wenn das ein Performance-Tool ist, dann, und man dann Non-Normals eingeben kann, dann klar, logisch, ne? Hast du schon mal probiert, also TopCat? Ich habe das bei mir auch mit drauf. Hast du schon mal bei dir, hast du schon mal gesehen, das Tool? Ja, der überträgt die Daten von SimBrief in TopCat und berechnet das. Aber ich habe mir, irgendwo hätte ich in Erinnerung, dass du gesagt hast, du würdest alles wegschmeißen, wenn du das TopCat nutzen könntest. Ferdinand, wie heißt deins nochmal? Ist das TopCat? Nee, ne? Das von Ferdinand wollte ich gerne haben. Das ist das virtuelle Performance-Tool. Ja, genau, Virtual Performance Tool. Das ist das, was ich gerne hätte. Was aber eine monatliche Gebühr beinhaltet, ne? Genau. Ja, stimmt, da muss man monatlich oder so Ja. zahlen, stimmt. Also wer das Geld über hat, es gibt wirklich nichts Besseres. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dieses Tool. Virtual Performance Tool. Ich schick den Link mal rum mit der nächsten E-Mail. Gut, was ich sonst noch zeigen wollte, was Hydraulik angeht, da braucht man gar keine große Angst haben. Ne? Hier gibt es halt zwei Hauptlisten, falls das A-System ausfällt, falls das B-System ausfällt. Und da wird einem dann wirklich ganz klar gezeigt, was da noch funktioniert. Und wenn es nicht mehr funktioniert, was man da als Backup danach hat. Ne? Zum Beispiel, wenn hier Lost of System B, wenn ihr euch das mal anguckt, dann steht hier unter Note die Inoperative Items, dann steht der Autopilot B, funktioniert nicht. Als Beruhigung drunter direkt, der Autopilot A ist aber verfügbar. Flight Spoilers, zwei auf jeder Fläche, ne? Und dass dann die Effektivität der Flight Controls reduziert ist. Yaw Damper Inop, können wir mit leben. Trailing Edge Flap Normal Hydraulic System Inop. Oh Gott, was machen wir jetzt? Als Lösung steht direkt drunter, dass die Trailing Edge Flaps mit dem Alternate elektrischen System ausgefahren werden können. Ne? Da hat man hier in dieser Hydraulikliste, das ist sehr wertvoll, dieser Kasten hier, man kann sehen, was ausgefallen ist. Na, man muss gar nicht mehr so richtig auf der Pfanne haben, was Hydraulik B alles antreibt. Man kriegt es hier genannt und auch gleich darunter Remarks, was man dagegen tun kann. Ne? Autobrake geht nicht, mein Gott, na, da muss man manuell bremsen. Ne? Normal Brakes Inop, egal, Alternate Brakes are available. Ne, das ist sehr schön. Das war früher bei den 737-Checklisten war das nicht drin. Wir gucken mal kurz ins Loss of System A. Da haben wir auch Inoperative Items. Ne, Autopilot A geht nicht, Autopilot B funktioniert aber. Ne, Flight Spoilers wie gerade eben. Normal Landing Extension und Retraction ist geht nicht. Manual Gear Extension is needed. Da weiß man gleich Bescheid, was los ist. Ne? Und so guidet einen dann die Checkliste. Da ist es echt besser, wenn man den Kopf einigermaßen abschaltet und das wirklich Punkt für Punkt Read and Do abarbeitet. Und dann ist man auch in der Lage, den Flieger dann auch mit Hydraulikausfall dann wirklich sicher zu landen. Ne? Bei diesen Non-Normal, was noch dazu kommt, Matthias, wir sind alleine. Ne? Dieses ganze System, das basiert darauf, dass man einen Pilot Monitoring hat, der all den ganzen Quatsch hier macht. Ne? Alles, was ich hier mir jetzt den Mund fusselig geredet habe und was ich gerade hier für Schalter umgelegt habe, das hätte ich in einem richtigen Cockpit alles nicht angefasst. Ich hätte die ganze Zeit als Pilot Flying da gesessen und hätte nichts anderes angefasst als außer Steuerhorn, die Throttles und das MCP, um den Flieger zu steuern. Ne? Da ist man wirklich nur mit Fliegen beauftragt und der ganze Mist nebenher mit Performance-Berechnung und wie Ref buggen und die Extended Centerline bauen und die Checkliste lesen, das macht da alles der Pilot Monitoring. Und nur so funktioniert das auch einigermaßen geregelt und sicher. Ne? Wir sind alleine und das ist dann schon extrem schwierig, sich in der Checkliste da nicht zu verlaufen.
und dann ganz hin und her gucken, nicht zu vergessen, wo man gerade stehen geblieben ist. Ne? Das kommt noch dazu mit der Desktop-Simulation und Non-Normals. Wir werden dir auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile suchen. Ja, da warst du ja schick, dass du klarkommst. Du hast uns jetzt ja schön gezeigt, aber das ist ja bei uns nicht drin, dass wir das wirklich so viel finden. Ja, klar. Ja. Es geht damit los, dass der Pilot Flying die Checkliste aufruft. Ne? Der sagt dann Loss System B Checklist oder All Flaps Up Landing Checklist. Ne? Und der Monitoring, der arbeitet das dann ab. Ne? Und wenn man sich da nicht mit beschäftigt, großartig, was es überhaupt für Checklisten gibt, ne? Und was so dahinter steht oder wie wir das gerade hatten hier mit diesen Flaps, dass es da Asymmetry gibt. Und Disagree und Up-Landing, ne, das muss man sich vorher mit beschäftigen, dass man in dem Fall, wo die Klappen gar nicht ausgefahren sind, dass es dann die Trailing Edge Flap Disagree Checklist ist. Aber das wisst ihr jetzt, ne, das war jetzt auch das Objective dieser Session, dass ihr auch non-normal Sachen wisst, ungefähr wie ihr die abarbeiten könnt. Wichtig zu wissen, ne, wenn die Klappen nicht ausfahren, dass es die Disagree Checkliste ist und was man sich noch behalten sollte, ist, dass man dann beim Performance Tool, wenn man die Klappen tatsächlich auf 15 ausfahren konnte, dass man dann die Trailing Edge Flip Disagree 15 bis 30 Liste liest. Ne? Die da drunter, die ist dafür da, dass man bei Flaps 15 eigentlich nie angekommen ist. Ne? Da gibt es nochmal ganz andere Aufschläge.